Du hast gerne 7 Wochen Ferien. Ja, Mann! Hammer, ich zeige dir jetzt, was ein lernender ICT-Fachmann beim Bundesamt für Informatik und Telekommunikation so ausmacht. Komm mit. By the way, mein Name ist Noah. Ferien kommen allerdings an zweiter Stelle. Zuerst wird gebügelt. In erster Linie kümmern wir uns um einen Kundenkontakt. Damit Kunden ein zuverlässiges Gerät erhalten und ohne Störungen arbeiten können, setzen wir das Gerät dementsprechend auf. Ist das gemacht, nehmen wir das Gerät zusammen mit dem Kunden in Betrieb und machen ihn mit der neuen Technologie vertraut. Den Verlauf von deiner Lehre kannst du zusammen mit deinem Praxisbildner mitgestalten und selber mitentscheiden, an welchem Projekt du möchtest teilnehmen. Ich habe meine Ausbildung beim BIT gemacht, weil ich den Verlauf von meiner Lehre selber mitgestalten kann mit einem Berufsbildner, der mir jederzeit Unterstützung bietet. Du bist offen, kommunikativ und bringst technisches Flair mit, dann ist der Beruf ICT-Fachmann vielleicht gar nicht mal so eine schlechte Wahl für dich. Jetzt hast du einen kurzen Einblick in den Berufsalltag von einem ICT-Fachmann beim BIT erhalten. Miteinander entwickeln wir digitale Lösungen für die öffentliche Schweiz. Bist du dabei? Dann schau noch heute auf unserer Webseite vorbei. Ich freue mich auf dich. Tschüss.